Und was, Vasili, was? Hallo, Servus und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Doc. Ja, Leute, Update 29 für die Oculus Quest ist rausgekommen. Es hat noch nicht jeder dieses Update bekommen. Der eine oder andere hat es aber schon und fragt sich jetzt, was ist da los? Und zwar geht es hier nicht um diese ganzen Features, die dieses Update mit sich bringt, sondern in erster Linie mal um das neue Menü und die Tatsache, mit Update 29 wolltet ihr jetzt vielleicht eure Mixed Reality Videos machen. Geht aber noch nicht. Ja, warum? Update 29 ist drauf. Warum geht's nicht? Oculus hat noch kein Update-Rollout gemacht für die iPhone-App. Das heißt, Stand heute ist die iPhone-App noch auf dem alten Stand. Dort funktioniert das mit diesem Overlay, Live-Overlay noch nicht, sollte aber demnächst kommen. So, erste Enttäuschung erstmal verkraften, dafür zeige ich euch jetzt was Cooles. Ihr möchtet gerne auf der Oculus Quest das neue Menü bewundern und das möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Wir gehen jetzt mal hier. Ich muss meine Brille ausziehen, ne? Ich habe ja die VR-Optikalinsen hier drin. So, guck mal hier. Hier unten, das ist. Guck mal, ich kann es auch mit den Händen zeigen, geht doch auch. Ist doch viel geiler. Ha, Hände. So, ihr seht hier unten das neue Menü. Und ob das jetzt besser ist oder schlechter ist oder einfach ein neues Design, das müsst ihr selber entscheiden. Aber es kann sein, dass ihr Update 29 installiert habt, aber dieses neue Menü noch nicht habt. Und dann müsst ihr das aktivieren und das ist nicht ganz so intuitiv und es ist auch nicht ganz so intuitiv, die Einstellungen als solches zu finden, wenn man mal das Neue hat. Aber ich werde euch das mal schnell zeigen. Wir gehen mal hier oben in die Einstellungen rein und jetzt zeige ich euch unter experimentelle Features müsst ihr einfach mal, auch schon bei eurem alten Menü, müsst ihr bei Display Design von dunkel einmal auf hell umstellen. Ihr könnt das auch nachher wieder auf dunkel stellen, aber durch diesen Switch erhaltet ihr das neue Menü. Vielleicht wird das der eine oder andere auch schon bereits automatisch nach einem Neustart erhalten haben. Bei mir war das nicht der Fall. Ich habe das ausprobiert. Ging nicht. Ich musste das hier einmal zu hell wechseln. Dann kam das neue Menü. Nachher habe ich wieder zu dunkel gewechselt. Ist für meine Augen ein bisschen angenehmer. So, das neue Menü ist grundsätzlich gar nicht so verkehrt aufgebaut. Wir haben hier vorne als erstes mal haben wir Entdecken. Hatten wir vorher schon, da hat sich nicht viel geändert. Wir haben den Store. Was jetzt neu ist hier direkt drin, ist der Messenger. Würde ich mal sagen, dass der so prägnant hier raussticht, war mir nicht bis jetzt bekannt. Und wir haben einen großen Teilen-Button, um Videos aufzunehmen, Fotos aufzunehmen, live zu gehen oder wie ich das jetzt mache, ein Streaming auf den Rechner zu machen. Und wir haben hier rechts unsere eigenen Apps und hier oben befindet sich auch wieder Store, Browser, Events und TV. So, um in die Einstellung zu kommen, müsst ihr mal hier vorne gucken, da wo die Uhrzeit ist. Ihr seht, jetzt gibt es hier so einen hellgrauen Rahmen und rumherum. Da könnt ihr mal draufklicken, dann seid ihr in den Schnelleinstellungen. Hier habt ihr übrigens jetzt auch neu die Option, mal ganz kurz und schnell ins Pass-Through Home reinzugehen. Bringt jetzt nichts, wenn ich das aktiviere. Ihr seht jetzt alles rundherum schwarz. Ich sehe natürlich hier den Rest vom Raum. Allerdings, das müsst ihr auch erstmal einstellen und aktivieren in den Einstellungen. Dann habt ihr das hier. So, ansonsten habt ihr jetzt hier oben neu Einstellungen. Da könnt ihr drauf und jetzt sieht alles wieder wie gewohnt aus. Hier seid ihr in den Einstellungen drin. Es gibt aber nochmal einen Weg, um in die Einstellungen zu kommen. Und zwar habt ihr hier unter, war das Entdecken? Nee, in meinem Menü drin. Wenn man hier reingeht, habt ihr jetzt auch hier einen Button, so einen grünen. Der heißt Settings. Und da kann man auch drauf drücken und dann ist man auch in den Settings drin. Ja, mehr will ich jetzt hier auch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte euch eigentlich bloß zeigen, wie ihr das aktivieren könnt. So, jetzt komme ich mal wieder zurück zu euch. So, ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gebracht hat, dass ihr jetzt wisst, wie ihr das einstellt, ob ihr das jetzt nutzen wollt oder nicht, ist euch überlassen. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück. Ist dieses Menü einmal aktiviert, dann habt ihr es. So, ich würde mal sagen, ich verbleibe wie immer mit spielt was Schönes, haltet die Brillen steif, bis zum nächsten Mal.